Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Jesus Christus, unser auferstandener Herr, sei mit euch. Wir haben heute am 1. Mai uns hier in der Schankweiler Klause versammelt, um die Wallfahrtszeit zu beginnen, um uns aufzumachen zu Maria, der Mutter und Königin der Barmherzigkeit, die für uns eintritt bei ihrem Sohne, die für uns bittet bei Gott dem Vater, der wir uns anvertrauen können in all unseren Sorgen und Nöten. Denn ihr Sohn Jesus Christus ist der Erlöser der Welt. Er hat durch seine Auferstehung Tod und Sünde besiegt und uns Menschen zu Gott hingeführt. Zu ihm wollen wir deshalb rufen. Nachlass und Vergebung unserer Sünden schenke uns der allmächtige und barmherzige Herr. Lasst uns beten. Unendlich barmherziger Gott, lass uns auf die Fürsprache der seligen Jungfrau Maria, der Mutter der Barmherzigkeit, auf Erden dein Erbarmen erfahren und im Himmel die ewige Herrlichkeit erlangen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unserem Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
Lesung aus der Apostelgeschichte. Als Jesus in den Himmel aufgenommen war, kehrten die Apostel vom Ölberg, der nur einen Sabbatweg von Jerusalem entfernt ist, nach Jerusalem zurück. Als sie in die Stadt kamen, gehen sie in das Obergemach hinauf, wo sie nun ständig blieben. Es waren Petrus und Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alphaeus, und Simon der Zelot, sowie Judas, der Sohn des Jakobus. Sie alle verharrten dort einmütig im Gebet, zusammen mit den Frauen und mit Maria, der Mutter Jesu, und mit seinen Brüdern. Als der Pfingsttag gekommen war, befanden sich alle am gleichen Ort. Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie waren. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten. Auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und begannen in fremden Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab. Wort des lebendigen Gottes. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Maria entschloss sich, so schnell wie möglich Elisabeth zu besuchen, die mit ihrem Manne Zacharias in einer kleinen Stadt in den Bergen Judäas wohnte. Sie betrat das Haus und begrüßte Elisabeth. Als Elisabeth die Stimme Marias hörte, bewegte sich das Kind in ihr und erfüllt vom Heiligen Geist rief sie: Dich hat Gott gesegnet, mehr als alle anderen Frauen, dich und dein Kind. Womit habe ich verdient, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Als ich deine Stimme hörte, hüpfte das Kind in mir vor Freude. Wie glücklich kannst du sein, weil du geglaubt hast, was Gott dir angekündigt hat, wird geschehen. Da begann Maria, Gott zu loben. Von ganzem Herzen preise ich den Herrn. Ich bin glücklich über Gott, meinen Retter. Mich, die ich genug, gering und unbedeutend bin, hat er zu großem berufen. Zu allen Zeiten wird man mich glücklich preisen, denn Gott hat große Dinge an mir getan, er, der mächtig und heilig ist. Die Barmherzigkeit des Herrn bleibt für immer und ewig, sie gilt allen Menschen, die ihn ehren. Er streckt seinen starken Arm aus und fegt die Hochmütigen mit ihren stolzen Plänen hinweg. Er stürzt Herrscher von ihrem Thron und Unterdrückte richtet er auf. Die Hungrigen beschenkt er mit Gütern und die Reichen schickte er mit leeren Händen weg. Seine Barmherzigkeit hat er uns, seinen Dienern, zugesagt. Ja, er wird sein Volk Israel helfen. Er hat es unseren Vorfahren versprochen, Abraham und seinem Nachkommen, hat er es für immer zugesagt.
Maria blieb etwa 3 Monate bei Elisabeth und kehrte dann nach Hause zurück. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Wir verehren heute die heilige Maria als Mutter und Königin der Barmherzigkeit. Das klingt Ihnen vielleicht erstaunlich, aber Sie haben ja eben das Evangelium genommen, wo Maria selber die Barmherzigkeit Gottes rühmt. Um diese Barmherzigkeit geht es. Dass nämlich Maria erfahren hat, Gott hat sich aus ganzem Herzen und mit seinem ganzen Willen den Menschen zugewendet, um ihnen gut zu sein, um sie zu retten. Ja, er hat ihr durch den Engel verheißen, dass Gott einen Erlöser senden wird. Sie, Maria, ist ganz erfüllt von dieser frohen Botschaft und eilt zu ihrer Verwandten Elisabeth, die auch von Gott begnadet wurde. Beide Frauen drücken ihre Freude aus. Nicht nur, weil sie ein Kind erwarten, sondern weil Gott an ihnen gehandelt hat. Ja, Gott hat gehandelt, für alle Menschen Heil zu bringen. Maria sagt: Meine Seele preist voll Freude den Herrn, und mein Geist ist voll Jubel über Gott, meinen Retter. Ihre Freude ist nicht ein privates Glück, das sie preist, sondern die überraschende Freude, dass Gott sich mit seines Volkes Israel erbarmt hat. Er macht seine Verheißung wahr, dass er seinen Menschen retten will aus Elend und Erniedrigung, aus Hunger und Ungerechtigkeit. Und er hat sie, Maria, berufen, dass sie als Mutter des Erlösers der Menschheit an diesem Werk der Erlösung mitwirkt. Ja, Maria erfährt am eindeutigsten und tiefsten, wie barmherzig Gott ist, dass man sich auf ihn verlassen kann. Heute nehmen wir an diesem Jubel und der Freude Mariens teil. Heute jubeln auch wir Gott zu, weil er uns Menschen zusammenkommen lässt, damit wir mit Maria ihn loben und preisen. Dazu sind wir hier in die Schankweiler Klause gekommen. Dazu werden in den kommenden Tagen immer wieder Pilger kommen und hier beten. Dabei wissen wir aber ganz genau, dass es noch Elend und Ungerechtigkeit in der Welt gibt, dass immer noch Menschen verfolgt werden und es ihnen schlecht geht. So schlecht, dass sie sich auf den Weg machen, die Heimat verlassen und woanders ihr Glück suchen. Auch wenn wir in unserer Zeit Wohlstand erfahren und uns um den Frieden mühen, so ist doch die Verheißung der Rettung noch nicht vollendet. Ist doch immer noch für uns Menschen Elend und Vernichtung da. Das ist auch Maria so geschehen. Sie wusste nicht in aller Freude, was auf sie zukommt. Ja, sie musste lernen, dass sich die Rettung Gottes erst erfüllt, als Jesus am Kreuz hing, als sie ihn ins Grab legte, als nach menschlichen Ermessen alles zu Ende war. Doch sie glaubte daran, dass Gottes Macht größer ist, dass er auch das Böse und den Tod wenden kann zu Leben und Vollendung, weil sie erfüllt war vom Geiste Gottes, weil sie auch da
wo die Jünger Angst hatten, noch glaubte und sich darauf verließ, dass Gottes Geist wirkt. Dass Gottes Geist in ihnen wirkt, in allen wirkt. Ja, dass er uns Menschen die Kraft gibt, so wie er auch Maria die Kraft gegeben hat, dass sie den Erlöser zur Welt bringen konnte. So ist auch sie davon überzeugt, dass Gott den Menschen Barmherzigkeit schenkt. Ja, sie ist diejenige, die uns immer wieder auffordert, dass wir um diese Barmherzigkeit bitten und im Gebete nicht nachlassen, sondern wir können sie als unsere Fürsprecherin einsetzen in unserem Leiden, in unserer Not, wenn wir selber nicht mehr weiter wissen. Sie trägt unsere Anliegen zu Gott hin. Sie bringt unsere Sehnsucht zu Jesus hin. Sie ist diejenige, die uns mit dem Geist Gottes erfüllt, sodass wir die Kraft haben, die Botschaft Jesu Christi zu verkündigen, die Botschaft des Friedens und der Liebe, sodass wir auch da in unserem Leben, selbst wenn es noch so schlimm und schwer ist, Gott loben und preisen können, weil er uns seine Barmherzigkeit schenkt. Amen. Nun wollen wir unseren Glauben bekennen, indem wir das apostolische Glaubensbekenntnis beten. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Allmächtiger Gott, du hast der heiligen Maria geoffenbart, welch großes Erbarmen du mit deinem auserwählten Volk und allen Menschen hast. Du hast sie, die niedrige Magd, erfüllt mit heiligem Geist und sie zur Mutter des Erlösers erwählt. Das ermutigt uns, dir zu sagen, was uns bedrückt. In unserer Zeit sind Menschen auf der Flucht vor Krieg und Verfolgung, Hunger und Not. Schenke ihnen Zufluchtsorte und Menschen, die ihnen helfen. Gott, unser Vater, die Kirche in Europa leidet an Glaubensschwund und Priestermangel. Lass deinen Geist wirken. Stärke unseren Glauben, belebe unseren Mut, dich zu bekennen. Gott, unser Vater, die Politiker bemühen sich um Frieden unter den Völkern und Gerechtigkeit in unserer Gesellschaft. Gib ihnen Einsicht und Ausdauer, um das Gute zu bewirken. Gott, unser Vater, alte und kranke Menschen beten und bitten um Heilung und Hilfe in ihrem Leid. Schenke ihnen Heilung und Heil. Stärke die Menschen, die ihnen beistehen und sie behandeln. Gott, unser Vater, du, Gott, bist uns in vielen Nöten barmherzig auf die Fürsprache der seligen Jungfrau Maria. Mit ihr loben und preisen wir dich jetzt und in Ewigkeit. Amen.
Lasst uns beten. Nimm an, o Gott, die Gaben deines Volkes und lass uns damit die selige Jungfrau Maria als Mutter der Barmherzigkeit verehren, auch unseren Brüdern und Schwestern gegenüber gütig sein und so bei dir Barmherzigkeit erlangen. Darum bitten wir durch Christus, unserem Herrn. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebe die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, heiliger Vater, immer und überall zu danken und dich beim Gedenken an die selige Jungfrau Maria gebührend zu preisen. Du hast sie eingesetzt als milde Königin, die auf einzigartige Weise dein Erbarmen erfahren hat. Sie nimmt alle auf, die zu ihr flüchten, und erhört jene, die in Bedrängnis zu ihr flehen. Du hast sie berufen als Mutter der Barmherzigkeit, die immer bereit ist, Gebete zu erhören und ihren Kindern Nachlass und Vergebung der Sünden zu erbitten. Du hast sie uns geschenkt als Dienerin der Güte, die ohne Unterlass ihren Sohn für uns anfleht, damit er unsere Armut mit seiner Gnade beschenke und mit seiner Kraft unsere Schwachheit belebe. Durch ihn preisen wir jetzt und in Ewigkeit dein Erbarmen und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach das Brot, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmt und esst alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch mit Wein, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmt und trinkt alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut,
das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe. Vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Stephan und allen Bischöfen, Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke auch unserer lieben Verstorbenen in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln, und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir heißen Kinder Gottes und sind es, darum wagen wir zu beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Jesus, der von den Toten Auferstandene, ist immer wieder seinen Jüngern erschienen und hat ihnen den Frieden gewünscht. So bitten auch wir ihn. Herr Jesus Christus, du Sieger über Sünde und Tod, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenk ihr Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Geben wir den Frieden Christi weiter. Der Friede sei mit dir.
Friede sei mit dir. Friede sei mit dir. Der Friede sei mit dir. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünden der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Selig, die geladen sind zum Mahle Jesu Christi. Leib Christi. Amen. Der Leib Christi. Der Leib Christi. Der Leib Christi. Ja, geht auf euren Platz. Der Leib Christi. 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 Christi.
Lasst uns beten. Herr, unser Gott, du hast uns mit dem Brot des Himmels gestärkt. Dankbar preisen wir mit Maria dein Erbarmen und bitten dich, lass uns den Schutz der seligen Jungfrau erfahren, die wir als Königin bekennen. Gütig zu den Sündern und barmherzig zu den Armen. Das gewähre uns durch Christus, unserem Herrn. Der Herr sei mit euch. Gott, der Vater, hat die selige Jungfrau und die junge Kirche durch die Auferstehung seines Sohnes erfreut. Erfülle auch euch mit aller geistlichen Freude. Jesus Christus, der aus dem unversehrten Schoß der Jungfrau geboren und aus dem unberührten Grab erstanden ist, bewahre euch in unversehrtem Glauben, den ihr im Wasser der Taufe empfangen habt. Der Heilige Geist, auf dessen Herabkunft die selige Jungfrau mit den Aposteln gläubig gewartet hat, wohne in euch und reinige eure Herzen. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Geht hin in Frieden, Halleluja, Halleluja.